Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Katja von Mika Caravan. Heute möchte ich euch unser erstes Wohnmobil zeigen, was bei uns nun in der Ausstellung steht, was zum Verkauf bereit steht. Das ist ein Wohnmobil der Firma La Maica. Das Kfz ist ein Fiat Ducato. Super schön verarbeitet, sehr clean, sehr edel. So, hier ist der Eingangsbereich vom Wohnmobil. Wie ihr sehen könnt, super schöne LED-Beleuchtung. Sehr edel gemacht. Firma La Maica setzt es sehr gut um, auch für den etwas besonderen Geschmack. Toll, alles in Szene gesetzt mit Unterleuchtung. So. Mein Mann hat mit mir geschimpft, ich soll nicht so viel so sagen, wenn ich die Videos mache, ist aber gar nicht so einfach. Für den Fahrersitz und den Beifahrersitz gibt es noch Bezüge dazu. Die haben wir noch nicht übergezogen. Die sind von der Farbe her genauso wie die Sitzgruppe hier in diesem Creme-Leder. Die gibt es dazu. Die haben wir noch nicht überzogen. Hier im Küchenbereich. Super schön, was ich echt toll finde, dass ihr hier eine einfache, wie man das halt von daheim aus der Küche kennt, Armatur hat. Die ist echt schick gemacht und lässt das Ganze noch edler aussehen. Auch hier haben wir ein bisschen ausdekoriert in der Ausstellung mit dem Organic Geschirr der Firma Koziol. Jetzt gehen wir mal in den Küchenbereich zurück. Hier ist der Kühlschrank. Groß, wie ihr sehen könnt, alles noch neu, noch verpackt. Hier ist die Dusche. Auch hier wieder die Beleuchtung, echt toll, toll gemacht. Was ich als Frau super toll finde, weil wir sind ja meistens die, die putzen müssen. Alles so schön verbaut, mit, dass man es echt gut gleich putzen kann. Jetzt gehen wir rüber in die Toilette. Hier ist ein Schrank, auch für die ganzen Badeutensilien. Hier bin ich, hallo, jetzt seht ihr mich auch mal. Waschbecken, Toilette, auch hier noch ein Schrank. Dann ist hier das Bett, was man hier gut größer machen kann. Echt schön verarbeitet alles. Wie ihr sehen könnt, auch hier alles noch eingepackt, alles neu. Viele Staumöglichkeiten, Schubkästen. Schön verarbeitet, auch hier alles sehr edel. Dann haben wir hier den Zugang zur Garage und auch wieder Verstauungsmöglichkeiten für alle Sachen. Treppe, auch hier. Welche Frau viele Schuhe mitnimmt, hier hat sie definitiv Platz dafür. Auch hier haben wir wieder diese super tolle Beleuchtung. Sehr schön verarbeitet. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ich hoffe, der Einblick, der kleine kurze Einblick hat euch gefallen. Und wir würden uns freuen, euch bald bei uns nach überstandener Krise begrüßen zu dürfen. Ich sage schon mal bis hierhin Tschüss und bleibt gesund. Bis bald.